Assalamu alaikum, meine Lieben, und einen schönen guten Tag. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man eines der wichtigsten Gewürze in der indisch-pakistanischen Küche, das Garam Masala, wie man das selbst zusammenstellt und wie man das auch malt. Und das möchte ich einfach jedem empfehlen, dies auch zu tun, wenn man wirklich leckere indische Gerichte kochen möchte. Denn zum einen macht das einen riesigen Unterschied im Geschmack, also die schmecken einfach sehr viel lecker, diese selbstgemahlenen Gewürze. Und zum anderen weiß man dann auch, was man hat, und denn diese fertig gemischten Gewürze, die man im Geschäft kaufen kann, die stehen da oft monatelang im Regal und dann schmecken die einfach nach nichts mehr, wenn man sie dann kauft. Und zum anderen strecken wir die oft mit Konservierungsmitteln und anderen Dingen, und das ist dann alles nicht mehr so gesund. Deswegen zeige ich euch heute, wie das geht und vor allem, welche Gewürze wir dafür benötigen für dieses Garam Masala. Wir haben hier jetzt diesen grünen Kardamom, dann haben wir dann Nelken. Also ganz normale Nelken, die man auch in der deutschen Küche benutzt. Davon nehmen wir etwa einen Teelöffel voll. Dann haben wir daneben den Fenchelsamen. Davon nehmen wir auch etwa einen Teelöffel voll. Dann haben wir hier Lorbeerblätter, etwa 15 bis 20 Stück. Dann den groben Kardamom, also den schwarzen Kardamom. Dann Kreuzkümmel, zwei gehäufte Teelöffel davon. Hier Pfefferkörner, einen gehäuften Teelöffel, und die zwei Zimtstangen, zwei große Zimtstangen. Das sind aber die indischen Zimtstangen, nicht die deutschen. Die deutschen Zimtstangen, die benutzen wir nicht hierfür. Dann haben wir hier jetzt noch Koriander, auch zwei gehäufte Teelöffel voll, und das Methi. Das ist eine indische Spinatsorte, eine getrocknete, und echten Safran haben wir da auch. So, das ist alles, was wir jetzt für dieses Garam Masala benötigen. Man könnte natürlich noch Muskatnuss und Muskatblüte hinzugeben, aber diese zwei Gewürze, die male ich auch selber, aber die benutze ich immer nur für das Biryani, also für dieses indische Festtagsreisgericht. Das Garam Masala als solches, das benutzen wir jetzt für jedes Fleischgericht in der indischen Küche. Wir werden jetzt zuallererst mal diese beiden Kardamomsorten, also den schwarzen und den grünen Kardamom, jeweils einzeln mit dem Steinmörser einmal draufhauen, damit er aufgeht, und dann werden wir den Samen herausholen. Denn die Schale, die gehört nicht zu dem Gewürz, also die brauchen wir hier nicht, deswegen müssen wir die jetzt entfernen. Und dazu müssen wir halt jetzt jeden einzelnen Kardamom, praktisch jede einzelne Kardamomschote öffnen, den Samen herausholen und dann wieder und die Schale dann wegwerfen. Das haben wir jetzt hier mit dem groben Kardamom schon getan. So sieht der Samen von innen aus, von dem schwarzen Kardamom. Und jetzt machen wir das gleiche mit dem grünen Kardamom, indem wir jede einzelne Schale öffnen und sie und den Samen rausholen und die Schale dann entsorgen. Der Samen von dem grünen Kardamom, der sieht so aus hier, etwas heller als der Samen von dem schwarzen Kardamom. So sieht der Samen vom schwarzen Kardamom aus. Dann haben wir hier, ja, wie sieht er aus? Und das ist nochmal Methi hier und der Koriander und der Safran. So, das kommt jetzt alles hier in den Mixer. Wir werden jetzt alle kleinen Gewürze, so viel wie eben in diesen Mixer reinpassen, jetzt hier reingeben. Und den Rest, also diese groben Gewürze, die Lorbeerblätter, später dann mahlen. So, das kommt jetzt alles hier in den Mixer zusammen rein, bis er dreiviertel voll ist. Der muss schon dreiviertel voll sein, der Mixer, sonst wird das Ganze nicht richtig gemahlen. Deswegen muss der schon richtig voll sein dazu. Deswegen geben wir fast alles jetzt von den kleinen Gewürzen hier rein, schließen den Deckel und mahlen das jetzt. Wir mahlen die Gewürze also wirklich ziemlich fein. So sehen die dann aus. Wir geben die jetzt in eine Schüssel und mahlen dann jetzt noch die restlichen Gewürze. Zwar ist das jetzt hier nur noch, sind jetzt hier nur noch die Lorbeerblätter, die wir jetzt klein zerstückeln sollten vorher nochmal, damit sie dann besser vermahlen werden können. Und dazu geben wir dann noch die restlichen kleinen Gewürze dazu. Wir werden dann aber feststellen, dass es eben nicht genug ist für den Mixer, deswegen werden die so nicht richtig klein vermahlen. Deswegen geben wir jetzt hier noch Chilisamen hinzu. Da Chili ja sowieso auch immer zu allen Speisen hinzukommt, können wir das auch zu dem Garam Masala dazugeben. Deswegen haben wir das jetzt dazugegeben und auch nochmal vermahlen
Jetzt ist alles fertig gemahlen. Das Einzige, was wir noch nicht gemahlen haben, ist eben die Zimtstange, weil wir da nur so zwei riesige Stücke von hatten, die dann für die Maschine nicht so gut sein wird. Die wird kaputt gehen davon. Haben wir jetzt die Zimtstangen nicht gemahlen, sondern geben es einfach von gemahlen, schon fertig gemahlenes Zimtpulver hinzu, was man im deutschen Geschäft kaufen kann und das auch frei von Konservierungsstoffen ist. Jetzt tun wir nur noch mal alles gut durchmischen, alles gut verrühren und dann haben wir unser Garam Masala auch schon fertig zusammengestellt. Jetzt müssen wir es nur noch in ein Glas geben, dieses luftdicht verschließen, damit das herrliche Aroma lange Zeit erhalten bleibt. Und das hält mindestens 3 bis 4 bis 5 Monate hält dieses Gewürz wirklich und erhält auch sein gutes Aroma. Ja, und damit können wir jetzt alle Fleischgerichte in der indischen Küche würzen. Und ihr werdet sehen, das macht einen riesigen Unterschied im Geschmack. Es schmeckt einfach sehr, sehr viel leckerer und es ist eben auch sehr viel gesünder noch dazu.